Besonders interessant wird jetzt sein, wer vermag sich noch dieses entscheidende Häuzerl, wie man immer wieder sagt, zu steigern. Wer hat hier vielleicht auch den größeren Siegeswillen? Was wird letztlich entscheiden? Routine oder vielleicht doch das große Kämpferherz aus der Steiermark? Das ist die Frage. Dies alles im Sinn der Eurowolle hier, www.eurowolle2011.com. Da können Sie Ihre Karten bestellen für die zu erwartenden Hits, die hoffentlich diese Herren dann nicht gegeneinander natürlich, sondern miteinander gegen die anderen Nationen liefern werden, hier in Wien und in Innsbruck. Danke vielmals noch für diese Einblendung. Jetzt, Daniel, nach deinem Tipp habe ich dich zuvor schon gefragt, bleibt es bei den Hot Volleys? Ja, ich denke, wenn Sie Ihre Leistung abrufen können, sind Sie natürlich zu favorisieren. Aber ein fünfter Satz ist immer eine 50-50 Chance. Und insofern ist alles offen. Aber ich glaube, dass die Hot Volleys es schaffen werden, den Schwung aus dem gewonnenen vierten Satz mitzunehmen und hier am Ende des Spiels zu gewinnen. Hirzi und Co. haben was dagegen. Natürlich auch ein gewisser Herr Horvath, der das dann wieder bei den Timeouts nachdrücklich zum Ausdruck bringen wird. 2:2 insetzen. Wer macht den ersten Punkt im fünften? Ja, zumindest ein langer Ballwechsel um den ersten Punkt. Ui! Und dann ein solches Missverständnis. Schade. Ja, das müssen die Hartberger jetzt schnell wegstecken, dieses Missverständnis. Unfall auf der Park könnte man fast formulieren hier in diesem Zusammenhang. Ja, da müssen sie sofort wegstecken und weiterspielen. Ja, das kann gleich ein paar Punkte kosten, wenn man das nicht verarbeitet, sofort. Aber die Hot Volleys helfen den Hartbergern in dieser Situation mit einem Eigenfehler. Sie haben ein wenig umgestellt, haben Peter Wohlfahrtstätter mit Service beginnen lassen, um eben den Lauf, den er auch am Ende des letzten Satzes im Service gehabt hat, den weiter zu führen. Ja, Michi Leimer wieder zurück. Hat sich befreit. Nimmt diesen Schwung jetzt offensichtlich mit in den Fünften. Wenn man hier ein wenig Glück hat, dass der Ball genau zwischen die Hände der Blockspieler durchgeht, aber so ist das eben. Markus Hirkes hier zieht auch sehr souverän ihre Situation. Scharfer, diagonal angetragener Angriff. 102. Wer gibt sich zuerst eine Blöße oder wer kann sich besonders in Szene setzen? Steirer jetzt. Na, sie holen sich das Mini-Break zurück, dass ihnen die Hot Volleys gleich mit dem ersten Service abgeluchst haben. Vor dem ersten langen Ballwechsel, wie wir gesehen haben, abgeluchst haben. Somit haben die Hartberger wieder den Vorteil der annehmenden Mannschaft im fünften Satz. Unglaublich, dass die Hartberger verteidigen, aber jetzt Stefan Lechner macht die Diagonale zu, greift schön übers Netz. Und geht Schweighofer. Come on!
alle Varianten mit dabei. Noch einmal. Und jetzt Michi Leimer. Er kriegt die Chance. Und er nützt sie. Er nützt sie. Darauf hat man gewartet, auf diesen unwiderstehlichen Schmetterball. Aber es hat lang gedauert, bis es dazu kam. Ja, aber gut gemacht von Simon Frühbauer, der eigentlich ein schlechtes Aufspiel und ein schwieriges Aufspiel für ihn in seinem Feld behält. Und damit haben die Oddballers die Möglichkeit, nochmal den Angriff aufzubauen und machen sie über Leimer. Und er verwertet den Punkt. Das ist ein Spur zu niedrig, das Aufspiel von Olli Binder gegen Super Szenen jetzt hier. Wer kann verwerten? Die Oddballers, jawohl. Ja, Simon Frühbauer nimmt sich ein Herz. Unterhaltsam allemal, genauso wie dieses gesamte Cup-Finale. 5:3, 2 Punkte Vorsprung. Bleibt jetzt dabei oder legen die Steirer noch einmal nach? Ja, jetzt in der Phase des Spiels verteidigen die Oddballers sehr viel. Die Hartberger natürlich sowieso, aber von denen waren wir das ganze Spiel über schon gewohnt. Machen es den Hartberger natürlich auch schwer. Die üben sehr viel Druck auf sie aus. Sehr kräfteraubendes Spiel für beide Seiten. Auch für die Fans. Die grommeln, was das Zeug hält. Die werden alle wie Popeye ausschauen. Ich finde es sehr angenehm, wenn man eine Reihe davor sitzt. 6:4. Wieder Fuß zu. Für die Wiener. Es wäre der 15. Cup-Titel bereits für Wiener, nicht unter dem Namen Oddballers, aber doch insgesamt. Wichtig dieser Punkt für die Hartberger. Wichtig, um hier die Moral, die Spannung zu halten und sich möglicherweise noch einmal zu stellen. Ja, gut gelöst von Kohlhauser. Ball etwas zu weit innen aufgespielt, aber findet die Lücke. Ja, die Hartberger brauchen jetzt einen Mini-Break, das heißt einen Punkt bei eigenem Service, damit die Oddballers nicht den Sack zumachen können. Und jetzt schlägt es ein, wenn Leimer zum Zug kommt. Wieder unwiderstehlich zum 7:5. Ja, war jetzt gut aufgespielt, wieder gut verteilt von Olli Binder. Leimer gegen Einserblock. Oh, der war sehr klug, wenn auch nicht unriskant. Jetzt kurzeln sie durcheinander, die Wiener. Schauen wir es noch einmal an. Ja, sieht man. Kommt keiner mehr hin. Wie sie sich gegenseitig den Ball wegnehmen. Ich glaube sogar, dass Lorenz ist da besser an den Ball gekommen wäre, aber das ist halt in der Situation schwer zu entscheiden. Manchmal, das geht so schnell.
Runden zu 6 der Spielstand und wir sind ja sozusagen auch hier fast im Tiebreak, so knapp wie es zugeht. 7-7 in einem fünften Satz bei unglaublich ausgeglichenem Spielverlauf. Die Hartberger Fans aus dem Häuschen hier. Das wird für die Stimmung noch angeheizt, natürlich vom Platzsprecher. Was möglich ist, soll hier herausgeholt werden, auch aus den Fans, die Zuschauer, die hier mitgehen. Das wäre es ein Heimspiel. Wer tanzt heute den siegreichen Sirtaki? Das ist die Frage. Wer darf feiern? Sind es die Wiener? Laut ihrer langjährigen Tradition. Vielleicht hier auch leicht im Vorteil waren. Oder sind es doch die Außenseiter, die hier möglicherweise ihren zweiten Cupsieg feiern können? Servicefehler bei Hartberg. Damit wieder die Chance bei den Hotwolves. Jetzt wird gewechselt in diesem verkürzten fünften Satz. Steirer aus dem Häuschen, aber ihre Mannschaft knapp im Rückstand, jetzt nicht mehr. Wieder der Ausgleich. Ja, wieder Matthias Back mit seinem Leger. Das ist der zweite mittlerweile in diesem fünften Satz. Billiger Punkt für die Hartberger in dieser Situation. Youngster kommt ins Spiel. 17-jährige erst. Ja, Flo Ringseis. Auch wenn er ein Jahr älter ist, verwertet das Aufspiel, das er bekommt. Und bringt die Outwolves wieder einen Punkt in Führung. Unglaubliches Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt hier in der Entscheidung dieses Cup-Finales bei den Herren. Bei den Damen haben sich ja glatt die Mädels von Linzsteg gegen die Wildcats aus Klagenfurt durchgesetzt. Wer wird aber der österreichische Cupsieger 2011? Danke. Sagt Hartberg. 9-9. Auch die hier dankenswerterweise von den Kollegen geboten werden. Sensationelle Verteidigung von Lucky Schützenhofer. Hier vom Frühbau auf der anderen Seite. Noch ist der Punkt heiß. Wieder die Hartberger mit der Chance. Wieder nichts. Noch nicht. Leimer. Auch nicht. Da steht der Block. Da kommt er diesmal nicht durch. Eine Serie hat er zuvor hingelegt von mindestens 5 oder 6 Punkten hintereinander. Jetzt hat man ihn durchschaut. Ganz wichtiger Punkt in dieser Phase. Steigen Sie richtig auf. Loder und wer war noch mit dabei? Hirzi. Hirzi, jawohl. Der Routinier. So. Jetzt wieder im Lot. In diesem Spiel. Netz berührt und 10-10.
Das sind Fehler, die können Spiele entscheiden, wenn man jetzt lang drüber nachdenkt. Vor allem so knappe. Gut, vergessen abhacken, nach vorne schauen. 10:10. Wer macht die letzten Punkte in diesem Match? Ja, mittlerweile wieder Flo Reisinger zum Service drinnen. Die Variante haben wir schon öfter gesehen. Statt Stefan Lechner am Service. Die Ottwalls erkämpfen sich die Breakchance. Verwerten sie nicht. Ja, die Ottwalls reklamieren zwar auf Out, aber der Ball war gut. Deutlich im Feld. Wir werden das gleich nochmal sehen. Ja, jetzt sieht man es besser oder auch, naja, gerade nicht. Von unserer Position hat man es ganz gut gesehen. Wir sind genau am verlängerten. Geht auch Eck. Sehr schnell hier. Unsere Perspektiven, aber du hast es am besten gesehen, hast dir den Stehplatz ganz im Eck gesichert. Da hält einen nichts mehr auf den Sesseln, auch nicht das Publikum. Der war zu lang, wurde er berührt? Nein. Hartberg plus 2, 12:10. Jetzt fehlt nicht mehr viel zur Überraschung hier. Jetzt muss man als Trainer fast eine Auszeit nehmen. Ja, obwohl es mit dem Latein ein wenig am Ende. Die Hartberger feiern schon. Ja, da versucht man die Energie zu übertragen auf die Spieler und da ist deine Auszeit. Wo ich gehört habe. Naja, kennt sich doch ein bisschen aus im Volleyball. So, jetzt aber die vielleicht letzte Chance für die Ottwalls hier das Match noch zu wenden. Was wird passieren? Jetzt haben wir jetzt 3 Punkte Zeit. Das Mini-Break oder in dem Fall jetzt schon 2 Mini-Breaks zurückzuholen. Wieder steht der Block Gold richtig und jetzt wird es eng. Jetzt wird es wirklich eng für die Wiener. 10:13 im 5. Satz. Wie versteinert die Miene von Peter Kleinmann. Wieder verteidigt. Gut. Aber der ist draußen. Der ist draußen. Wichtiger Punkt für die Ottwalls. 11:13. Ja, Dramatik pur jetzt am Ende dieses 5. Satzes. Mit etwas zu großer Euphorie. Der Schmetterball fliegt und fliegt. Ja, aber sehr gut verarbeitet. Die Verteidigung. Perfektes Aufspiel. Der Abschluss hat nicht gepasst. Schönes Zuspiel von Ringseis. Jawohl, und jetzt kommt es, wie es oft kommen muss. Noch ist nicht alles verspielt, aber es schaut gut aus für die Wiener. Die Hartberger momentan noch, aber es... Zumindest brauchen die Ottwalls noch einen Mini-Break, um heranzukommen. Bei eigenem Service eben einen Punkt. Wer macht jetzt diese letzten paar Punkte? Wer ist letztlich?
mit der nächsten Chance zum... Ja, schafft es nicht. Oder doch? Jawohl, doch. 14 zu 12, Matchball, zweimal Matchball. Hat zunächst zu lang ausgesehen, war natürlich auch zu lang, aber... Eine Blockberührung dabei. So ist es. Und deshalb Stefan jetzt Lechner. Zwei Matchbälle für die Stadt. Ich bin gespannt, was Wolle Binder jetzt spielen wird. Er hat es nicht leicht. Michi Leimer hat sich die letzten Male nicht durchgesetzt. Aber vielleicht in der Mitte probiert. Simon Vollbauer. Großartig hier die Lücke gefunden. Erster Matchball abgewehrt von Vollbauer. Aber jetzt wird es wichtig. Jetzt gern servieren an seiner Stelle. Sehr verhaltenes Service. Und ein Block von Olli Binder. Gerade noch im richtigen Moment zum 14 zu 14. Unfassbar. Beide Matchbälle abgewehrt. Das ist Krimi pur. Spannender geht's nicht. 14 14 im fünften Satz. Der Punktball auf Simon Vollbauer. Und er macht ihn. Unglaublich. Wehren zwei Matchbälle ab und haben jetzt selbst den ersten. Die Hot Wallis aus Wien. Vollbauer, der sich jetzt immer wieder in Szene setzt. Einer der kleinsten, vielleicht am Schluss der größte bei den Wiener. Der Spieler im Spielfeld, der serviert und die Punktchance, wer kriegt sie? Nochmal der Vollbauer. Hartberg wehrt ab. Puh, ist das spannend. Ist das spannend. Unfassbar hier. Wer wird Cupsieger? Also, da war fast schon über ein Ast zu jubeln. Also ich habe ihn gut gesehen, den Ball. Das ist eben jetzt die große Frage. Ich wollte auch schon sagen, ein Ass. Aber offensichtlich war es keines. Und damit Matchball für die Wiener. Schauen wir uns noch einmal an. Hier die Wiederholung. Ganz schwer zu sehen. Ganz schwer zu sehen. Eine Zentimeterentscheidung. Er ist draußen, ja. Der ist tatsächlich ausgleichende Gerechtigkeit jetzt. Ja. Auch um Zentimeter draußen. Dieser Block. Na, war doch ein bisschen mehr auf dieser Seite, aber ja. Unfassbar. Na, er wird die stärkeren Nerven. 16 zu 16. Sehr gut, Jan. Langes Service wieder. Und der ist weg. Jawohl, da ist nichts zu machen. Wieder Matchball. Ja, für die Hot Wallis ist es mittlerweile der dritte. Ja. Der vierte. Auch eine sehr gut gemacht Entscheidung. Ja. Wieder abgewehrt. Wieder abgewehrt. Jetzt schlag den Block an. Der Ball geht vom Block hin auf die Antenne. Noch ist hier nichts entschieden. 17 zu 17. Matchbälle auf beiden Seiten. Wer bekommt den nächsten? Das ist die Frage. Theoretisch sind die Hot Wallis dran. Aber wie schaut die Praxis aus? Kein gutes Aufspiel von Olli Binder. Damit haben die Hartberger die Chance. Auch hier nicht optimal. Jetzt ist er näher am Netz, aber der ist noch da. Unglaublich. Jetzt.
in den leeren Raum hinein, Ringseis mit dem wichtigen Schmetterball zum Matchball Nummer 4. Unglaublicher Ballwechsel. Michi Leimer trifft hier Sebastian Schweighofer, der kann nicht mehr ausweichen und muss den Outball annehmen. Und dadurch kriegt die Outball jetzt nochmal die Chance, den Punkt zu machen. Sehr kuriose Szenen jetzt am Ende dieses Spiels. Und das war's. Der ist gut und das ist der Cup-Titel für die Wiener. Der jüngste Spieler am Feld verwertet den Matchball zugunsten der Outwallers.